Geht's schon? Ja, das war's. Sie nicht ganz drauf. Achso. Geht nach hinten. Ah ja. Hallo! Herzlich willkommen zu Folge 50 von Mr. und Mrs. Clear! Hallo! Ich kann nicht glauben, dass wir schon bei Folge 50 sind, Schatz! Ich auch nicht, aber. Hä? Warte. Man sieht uns ja nie. Achso. Ja. Yeah. Wir haben uns gedacht... Wir machen uns extra fesch. Ja. In erster Linie, gell? Okay. Wir haben uns gedacht, anlässlich der 50. Folge machen wir das mit euch gemeinsam. Ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt. Wir werden versuchen, so viele wie möglich einzubauen. Deswegen haben wir die erste Frage, die uns, glaube ich, am meisten gestellt wurde. Nämlich 22 Mal, um genau zu sein. Jetzt gleich beantworten. Wann, wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt 1999 auf einer Silvesterparty in Wien. So, jetzt muss ich den peinlichen Teil erzählen. Hm. Ich habe fremdgeschmust und der Markus hat mich gedeckt. Ja, so und so sind wir Freunde geworden und Freunde geblieben 16 Jahre lang. Und dann sind wir zusammengekommen. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Nein? Okay. Ich werde aber ein guter Schlagersänger. Weiß ich nicht. Gut, die nächste Frage, die uns 15 Mal gestellt wurde. Wollt ihr heiraten und wollt ihr Kinder? Yes. Also wenn ich dich heiraten darf, auf jeden Fall. Yes. Und ich weiß nicht, haben euch unsere Mütter geschickt? Wirklich. Mama? Mama? Wir wissen eh. Wir spüren es eh jedes Mal, wenn wir kommen, den Pressure. Ihr kriegt eure Kinder. Ja, und ihr kriegt eure Hochzeit. Es kommt alles. Bitte. Gut, hätten wir das auch. Alles mit der Ruhe will ich mal. Gut, nächste Frage. Was macht ihr beruflich? Die Frage könnt ihr mir stellen. Ich glaube, bei der Christel ist es offensichtlich. Ich bin Bloggerin. Ich bin Vollzeit-Bloggerin. Und ja, sowas geht. In Zeiten wie diesen geht das sogar ziemlich gut. Und das ist urcool und das macht urviel Spaß. Und ich arbeite für eine Media-Agentur. Du machst was mit Medien. Mhm. Mhm. Nächste Frage. What's the one thing in your relationship that makes you the happiest? Was ist die eine Sache in eurer Beziehung, die euch am glücklichsten macht? Also uns beide zusammen oder jeden Einzelnen? Nein, das werden wir jetzt keine Antwort drauf bringen. Also. Aber ich glaube, also. Die Tatsache, dass wir... Dass wir uns haben. Spaß miteinander haben. Und dass wir uns haben. Ja. Und dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Du bist so immer mein Rückhalt. Das ist das Allercoolste. Ja, das stimmt. Wirklich. Dass wir einfach auch alles voneinander wissen, bis auf das Flinzel, das ich am Sonntag entdeckt habe, von dem ich nicht wusste, dass du jemals eins hast. Ich habe es dir sicher mal erzählt. Nein, das war eine absolute Überraschung für mich, dass du jemals ein Flinzel hattest. So, nächste Frage. Dreh-und-Angel.at. Wie würdet ihr eure zukünftigen Kinder zusammenbasteln aus euren Genen, optisch und charakterlich? Ich weiß. Okay. Ich hätte am liebsten deine Beine, eventuell deine Augen. Die blauen? Ja. Ja, und eine Mischung aus deinen Haaren und meinen Haaren. Aber bitte nicht meinen Haarensatz, gell? Ich hätte aber, wenn es ein Mädchen ist, gern, dass sie meine Kurven hat und das war's. Achso, Persönlichkeit. Ja. Ach, das war jetzt oberflächlich. Auf jeden Fall muss sich eher sie für Geschichte interessieren. Und du wirst ein Star Wars Fan. Garantiert. Ich weiß das. Na passt. Ob das eine Persönlichkeitsgeschichte ist, weiß ich nicht. Natürlich. Star Wars Fans sind gute Menschen. Jesus Christ. Nicht alle. Hauptsache du bist stark und leibend und gesund. Die nächste Frage ist von Jensi Menzi. Was war das Erste, was der Markus jemals zu dir gesagt hat? Das weißt du nicht. Hallo Puppe, gehen wir auf eine Suppe? Nein, ist nicht einmal lustig. Was? Was habe ich denn zu dir gesagt? Du weißt es noch? Ja, ich weiß es noch, weil es ja natürlich situationsbedingt war und es war ja sehr stressig und es hat mich sehr geprägt. Aber das Erste, was du mich gefragt hast, war, alles okay? Und ich habe mir gedacht, nein, Hamara, nicht alles okay. Na gut. Aber ja, es war nicht so romantisch, wie man es sich erhofft. Am wenigsten war ich nett und habe dich gefragt, ob alles... Stimmt, das war sehr lieb. So, gib mir mal das Handy. Elbal fragt, worüber fetzt ihr euch am meisten? Also, ich glaube am meisten
Wir fetzen uns am meisten, wenn man das meiste nennen kann, wenn wir hungrig sind. Das stimmt, wir steigern uns dann immer rein. Aber wir können kein, also ich kann kein Thema benennen. Es gibt, glaube ich, kein Thema, das uns permanent irgendwo verfolgen würde. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, bei uns ist das viel so situationsbedingt. Es ist auch stressbedingt, wenn einer irgendwie gestresst ist und die schlechte Laune am anderen auslässt. Aber das, worauf wir immer achten, wenn wir uns fetzen, ist, dass das geklärt ist. Also du achtest darauf. Du wächst mich auch um 3 in der Früh dann auf und sagst, okay, reden wir jetzt drüber. Ich kann mittlerweile damit umgehen, weil ich mir dann denke, okay, reden wir kurz drüber, dann kann ich weiter schlafen. Aber ich bin sehr dankbar darüber, weil dann wir ziehen es nicht wie ein Kaugummi hinter uns her. Das stimmt. Nächste Frage kommt... Hoppa! Vielleicht auch nicht. Nächste Frage kommt von Verena. Du meinst das ernst mit den Es und den As, gell? Wünscht ihr euch manchmal ein Leben ohne Social Media? Nein. Da wäre ich arbeitslos. Ja, auch ich. Ja? Nein. Aber ich glaube, ich weiß, wie du es meinst. Nein, ich mag es urgern und ich habe es für mich persönlich geschafft, einen Weg zu finden, dem auszuweichen, wenn ich es nicht packe. Ich melde mich einfach ab für einen Tag oder für einen halben Tag. Das hilft so sehr, wenn man so überwältigt ist. Man, glaube ich, muss einfach darauf schauen, dass man seinen Konsum irgendwie in Rahmen hält. That's it. Ja. Man braucht es nicht zum Überleben. Eine Frage machen wir noch. Markus hat sich schon das Handy geschnappt. Ja. Okay. VIE, Underline, Caroline. Kann ich euer Scheidungskind sein? Also, dass wir jeden zweiten Samstag was machen? Da steht Sonntag. Die Caro hat am Samstag wahrscheinlich schon was anderes vor. Sorry, also Samstag haben wir keine Zeit, aber Sonntag wird sich ausgehen. Sicher. Steht eh Sonntag. Krass ein, kommst zum Kuscheln und zum Serienschauen und so. Ja, so ist es. Es gibt Süßigkeiten und Popcorn. Kein Problem. We got you. Gut, das war's. Wir konnten nicht alle unterbringen. Okay. Wissen das eigentlich deine Eltern? So dämlich das jetzt. Okay, wir konnten jetzt nicht alle unterbringen. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir machen einfach noch eine Folge. Wir machen dann 50,5. Wirklich? Okay. Ja, warum nicht? Können wir das bringen? Ja, sicher können wir das bringen. Ich frage auf Instagram. Nein, wir fragen die Leute, ob sie das wollen. Und ihr sagt es uns, so wie ihr das wollt. Und dann machen wir es. Ansonsten machen wir weiter mit 51. Oder wir machen einen zweiten Teil von Q&A. Und ihr schickt uns noch mehr Fragen. Aber dann haben wir wieder zu viele Fragen. Okay, gut. Das sind die Fragen der Fragen. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auch an die Zuschauer von Dreisat. What? Na, okay. Wir sind nicht im Fernsehen, Schatz. Noch nicht. Noch nicht. Danke, dass ihr so treu seid. Wir lieben Dank. Euch. Oh, wow. Ja. Tschüss. Bye-bye.